Heute stehen die Polizeiautos friedlich vor dem Stonewall Inn in New York. Vor 50 Jahren war das anders. In der Nacht zum 28. Juni 1969 wollten Beamte wieder mal eine Razzia in der schwulen Kneipe vornehmen. Doch die Männer wollten sich das nicht länger gefallen lassen. Es kam zu einem Aufstand, der eine Strahlkraft rund um die Welt entfaltete und bis heute nachwirkt. Martin Boyce war früher Gast im Stonewall Inn. Die damalige Zeit hat er als äußerst repressiv in Erinnerung. Schwule verstießen gegen das Gesetz, wenn sie tanzten. Es war Männern per Gesetz verboten, Körperkontakt zu haben. Eng miteinander zu tanzen kam nicht in Frage. Bei einer Gesprächsrunde zu dem Thema erinnert sich auch der Aktivist und damalige Stonewall-Inn-Gast Mark Segal an die Stimmung unter den Gästen in der besagten Nacht. Als wir in der Nacht da draußen standen, sagten viele: Schwarze kämpfen für ihre Rechte, Frauen kämpfen für ihre Rechte, Latinos kämpfen für ihre Rechte. Und wir und ich? Der Aufstand dauerte mehrere Tage. Heute gilt er als Auslöser der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung. Homosexuelle gingen auf die Straße, um sichtbar zu werden und für ihre Rechte zu kämpfen. Dass wir uns ein Jahr später vor dem Stonewall Inn getroffen haben und die Straße lang gegangen sind, weg von den Bars bei Tagelicht, dass wir im Park gefeiert haben, eine Art Hippie-Party, das hat es vorher nie gegeben. Das war revolutionär. Heute gehen jedes Jahr in der ganzen Welt Homosexuelle bei sogenannten Gay Prides auf die Straße. Der Name Christopher Street Day erinnert dabei bis heute an die Adresse des berühmten Stonewall Inn. Trotz aller Fortschritte in vielen Ländern werden Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transmenschen weiter vielfach diskriminiert und bedroht. Für die Aktivisten von damals ist der Kampf noch lange nicht vorbei.